Servus, ihr Lausbuben, herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von Pineville Drive. Heute mal wieder mit einem neuen Fortschritt. Und zwar, wir haben ja letzte Folge noch diese neue Tür entdeckt. Während ich hier hinten wieder irgendwelche Geräusche höre, ja, es geht schon da gut los heute. Ich glaube, ich lade mal nach, hier Batterien und so. Und dann werden wir mal gucken, was uns diesen neuen Gebilden so erreichen wird. Die letzte Folge ging übrigens fast 16 Minuten, also habe ich gut geschätzt eigentlich, muss man sagen. Dafür, dass ich wirklich keine Uhr hatte. Was geht aber diesen Zimmer jetzt vor sich? Die Tür ist auf jeden Fall offen. Wir können damit also nicht viel machen. Hier sind noch ein paar Batterien, das freut mich. Ebenso würde ich mich noch um was... um mehr Streichhölzer oder sowas freuen, einfach. Wenn da hinten liegen, da hätten sie irgendwo irgendwie was, aber... Ich glaube, wir müssen wirklich diese Notiz hier lesen. Hör mal zu, was der Charakter zu sagen hat. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Oh, das ist wahrscheinlich ja schon Tag 3. Ja, im Hintergrund, wie gesagt, ist immer noch das Unwetter da draußen. Falls ihr wirklich irgendwie Regengeräusche hört, weil ich glaube, das ist gerade das Lauteste, was vor meinem Fenster ist. Ich habe so eine Dachschräge, da regnet alles drauf. Das klingt alles wie Hagel, obwohl es gar keiner ist. Deswegen... Sei es mir verziehen hoffentlich, wenn da so ein paar Geräusche sind. Ich werde auch heute, das ist schon die letzte Nacht der Folge, mit ihr aufhören, werde ich dann nochmal einen Tag später fortsetzen, einfach damit das nicht so viel ist. Und ich sehe auf jeden Fall schon mal, das ist unser Zimmer. Das heißt also, wir machen erst die ganzen Lichter an, die Kerzen werden dann praktisch ausgeschaltet. Und der... Oh. Habt ihr was gesehen? Ich denke mal die ganze Zeit, wenn diese Geräusche kommen, diese Schockergeräusche, wie es gerade jetzt der Fall war, denke ich immer, irgendwas hat man gesehen, ohne es wirklich gesehen zu haben, ja? Also ich habe wahrscheinlich vielleicht im Augenwinkel was gesehen, aber ich habe es halt nicht mitbekommen gerade, Charakter auch nicht. Das hätte ja wahrscheinlich schon ein bisschen Lebensenergie verloren. Aber diese Geräusche, also, man kann sagen, was man will, aber die Soundkulisse von dem Spiel ist 1A, also, die ist wunderbar, kann man nicht anders sagen. Wieso ist eigentlich die ganze Tür wieder abgeschlossen jeden Tag? Bin ich gerade beschränkt und krieg das nicht mit, was hier ist? Also irgendwas muss hier gerade sein. Hallo? Okay, Tag 3 wird wahrscheinlich noch schlimmer als Tag 2 werden. Wer hätte es gedacht, ne? Ich glaube, nach dieser Folge werde ich erstmal wirklich eine Aufnahmepause brauchen. Also es ist kaum zu glauben, wie dieses Spiel mich schon so mehr, für mich dieses Spiel schon mehr im Bann hat als Outlast zum Beispiel. Das Outlast ist ja so ein Ding, das kann man spielen, war auch ganz lustig zwischendurch, ein bisschen auch schreckhaft, so ein Jumpscare, wie man die nennt, der war auch schon zwischendurch mal drinne. Aber das hier, das ist schon, glaube ich, noch Nummer 1. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich bislang gespielt habe. Man glaubt es kaum. Ich hoffe, dieses Spiel übertreibt das nicht mit den... Das Ding ist ja auch, ich habe es ja schon am Anfang der ersten Folge gesagt, der Spieler kennt ja, ob man sich erschreckt oder nicht. Wenn man sich nicht erschreckt, dann wird das Spiel immer fieser zu einem, macht das immer... Es übertreibt einfach, ja? Es übertreibt halt immer maßlos mit den Geräuschen. Deswegen kann es sein, dass das jetzt ständig kommt, Leute. Also, wenn ihr euch das auf Nerven geht, dann tut's mir leid. Liegt dann einfach daran, dass ich mich jetzt noch nicht so, erschreckt habe, beziehungsweise, klar, schon zusammengezuckt zwischendurch mal, aber eben nicht so, dass ich Lebensenergie verliere. Was war das gerade wieder? Am liebsten, ich hänge einfach irgendwo in der Ecke und heul wahrscheinlich gleich, ey. Boah, Leute, das ist... Das Schlimme ist, ich hätte die Lautsprecher so aufgedreht wieder, dass man da einfach wieder mal nicht sein eigenes Wort versteht. Dennoch ist der Donner draußen irgendwie doch der lauteste von allen, ja. Deswegen bin ich ja ganz froh, dass es noch hell ist, also mehr oder weniger hell. Ich glaube, wenn dann nachts noch so ein Blitz kommen würde, wie gestern bei der Folge, ja, da war es ja, oder vorgestern, war es schon etwas düsterer. Ich glaube, da wäre das echt ganz cool gekommen, aber naja. Ich weiß natürlich auch nicht, ob man mit Kerzenlicht oder sowas, ob man da irgendwie was erreichen kann, irgendwie einen Vorteil oder sowas. So, Schlüssel ist ja auch nicht drin, die Kiste ist zu. Wir müssen wahrscheinlich nach diesen Kistchen suchen, das könnte gut möglich sein. Mehr Räume bleiben uns momentan noch nicht zur Verfügung, es sind momentan noch recht wenige.
Und was ich mich außerdem frage ist, bekommen wir in dem Spiel täglich neue Batterien und täglich neue Streichhölzer? Keine Ahnung, wenn ihr es wisst, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr habt nicht gerade zufällig das Piepsen gehört, also dieses Psst, oder? Habt ihr das gehört? Das, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe ja dieses Logitech-Headset hier. Es hat dieses virtuelle 7.1 Surround-Ding da. Und das klang eben schon, als würde mir hinter mir einer gerade Psst machen. Also, kauft euch auf jeden Fall, ja. Es kommt ja dann am morgigen Tag raus, ja. Ist ja dann der. Nee. Es kommt heute raus. Heute ist der 31., glaube ich. Ja, heute müsste der 31. sein. Wenn die Aufnahme so rauskommt, wie ich es mir gelegt habe, dann könntest du heute kaufen, das Spiel. Ich glaube, 20 Euro kostet das Ganze. Und für alle, die ja die DVD-Version haben wollen, die müssen dann bis zum 31. August warten, glaube ich, soweit ich weiß. Denn da kommt das Ganze dann auch für DVD und allen anderen Kram raus, ne? Halt eine Box-Version. Ha! Ich frage mich, ob da irgendwann früher oder später so Geisterscheinungen kommen werden, ne? So irgendwelche Dämonenfratzen in die Fensterscheiben oder sowas, die ganz kurz aufblitzen. Ach. Also falls ich eines Tages mal keine Folge mehr bringen soll, dann ist es wahrscheinlich zu viel gewesen für mich. Aber ich werde wahrscheinlich Let's Play erstmal so lange laufen lassen, bis ich zum ersten Mal sterbe, wirklich. Und dann werde ich euch fragen, ob ihr davon mehr sehen wollt oder ob wir einfach das Ganze erstmal verschieben sollen auf andere Tage. Und erstmal andere Projekte bringen wollen. Sollen. Versteht die Geräuschkulisse noch nicht ganz. Also es ist immer diese Schocker dazwischen, aber ich dachte, es kommt eigentlich nur, wenn man was sieht oder so. Ich auch, wollte ich nichts sehen eigentlich. Ich guck schon überall hin eigentlich so richtig. Das ist das Katzenzimmer. Okay. Haben wir hier eine Kerze zufällig drin im Raum? Ne, haben wir nicht, ne? Doch, da hinten bei der Katze. Dass wir wenigstens ein bisschen Licht haben hier. Ich finde die Tastenlampe nicht gleich aufbrauchen. Gefragt, was das für eine komische Nuss ist, die hier von leuchtet, oder diese Vase, was es ist hier. Oder irgendein Gebüsch. Oh. Was war das denn jetzt, was bitte? Was hat es wohl mit diesem Bild von der Baumallee in dem Bücherzimmer unten auf sich? Alter, was war das denn gerade? Ja, auf jeden Fall habe ich gerade das System gesehen, mit dem Erschrecken. Ich habe irgendwas gerade verpennt. Ich glaube, es war die Büste, glaube ich, hier vor mir, die auf einmal dieses Dämonengrinsen hat. Wehe, Freundchen. Boah, Alter. Oh, warte. Hab's gleich. Auf jeden Fall habt ihr gerade das System gesehen mit dem Heilung, habt gerade dieses Leuchten gesehen. Ich glaube, wenn das Ganze rot gewesen wäre, hätten wir Schaden bekommen. Aber ich habe mich ja trotzdem erschreckt. Das hat mir irgendwie nichts gebracht. Du hässliche kleine Fratze hier, hä? Kleine Scheißding. Also hier war gerade irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Können diese... wirklich diese Büste sein von den Fieder. Das heißt, wir wissen schon mal, was uns erwartet. So, er hat gesagt Bücher. Irgendwas mit Büchern. Unten hat er gesagt. Das heißt, wir müssen runter. Hab das auch gerade gesehen, da ist irgendwas geschwebt. Nein, ich bin doch schon unten, warte mal. Das ist das Jagdzimmer, ne? Das ist hier klar. Wo ist denn jetzt bitteschön... Ist das der Bücherraum? Ne, das sind keine Wo war denn der Bücherraum? Wir gucken uns mal die Statue, sag ich schon, die Büste mal an. Passiert da irgendwas? Hallo? Ich provoziere so ein bisschen. Das ist vorbeigerannt, auf jeden Fall. Das war schön an Schatten.
Also ich provoziere es schon ein bisschen, muss man sagen, ne? Obwohl ich das eigentlich gar nicht so möchte. Da willst du mich eigentlich verarschen hier, Statue, mach doch mal was. Irgendwie tropft es sich gerade. Das ist nicht mein Zimmer auf jeden Fall. Die Sensor sind jetzt diesmal zu. Ihr seht, ich bin leicht nervös. Kriegt man, glaube ich, schon mit. Bis. Ach nee, bitte nicht, ey. Das erinnert mich gerade an dieses, an Fia. Ich glaube, 2 war es, der zweite Teil. Wo der Raum immer enger wurde und irgendwann dann ein Eimer war an der Decke oder so. Okay, das ist also das Einzige, was auf uns zukommen wird. Wahrscheinlich diese Dämonen da. Diese Geisterscheiße. Alter, das ist... Das Ding ist ja, ich hab's ja gesehen. Ihr habt ja gemerkt, ich hab's schon gesehen, aber ich hab mich irgendwie dennoch... Das ist immer ein Phänomen in Horrorspielen. Man sieht's, aber man erschreckt sich im Nachhinein trotzdem irgendwie. So, Schlüssel. Schlüssel haben wir aber noch 4 Minuten Zeit für die Folge. Also es ist schon cool. Also ich denke mal, wer von euch hier so ein Horror-Fan ist, der wird auf jeden Fall dazugreifen. Nein, ich gehe jetzt nicht zum Fenster. Ich will nicht wissen, dass er leuchtet. Also wer da hier so Horror-Fan ist, ja, und so auf so Sachen steht, der kann ja da ruhig zugreifen. Wie gesagt, dem, ich glaube, das kostet so 20 Euro, habe ich letztens noch gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe es leider, wie gesagt, noch nicht irgendwo gesehen beim Steam. Das sollte dann heute 19 Uhr dann im Angebot sein oder im kaufbar sein. Keine Ahnung, wie das jetzt gehandhabt wird. Ich müsste mal gucken. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt zum Steam. Fledermaus, was soll der Scheiß? Fledermaus, wo bist du? Ist doch gerade eine Fledermaus vorbeigeflogen. Ich glaube, ich werde schon irre. Das war bestimmt Batman oder so, der mich retten möchte. Warte, kriegt sie vielleicht hinten rein diesmal? Oh Gott sei Dank. Bitten jetzt mich wieder raus, das weiß ich nämlich. Sollte theoretisch wieder rausgehen. Was wir noch machen könnten, das werde ich ja wahrscheinlich dann nach der Gamescom machen, wenn wir dann bis dahin das Spiel noch nicht durchgespielt haben. Ich muss ja, wie gesagt, jetzt im Voraus aufnehmen. Würde ich vielleicht sagen, dass wir vielleicht für jeden Tag, ich weiß nicht, wie lange die Tage gehen, weil mein Vorschlag wäre halt eben, dass wir jeden Tag, den wir in diesem Spiel verbringen, eben eine Folge machen würden. Ja? Das wäre dann praktisch Folge 10, wäre dann Tag 10 oder sowas. Irgendwie sowas habe ich ja schon mal mir ausgedacht. Könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Und eine Gitarre. Und eine Geige. Und Streichhölzer, die freuen. Möchte ich auf jeden Fall haben. So. Da ist der Schlüssel. Er sagt die Uhr 13 Minuten. Ja, wir gucken uns nochmal ein bisschen um, oder? Wobei, wir werden wahrscheinlich. Wie gesagt, das ist ein bisschen schade, dass man nicht so viel interagieren kann. Ja? Dass man nicht wirklich Schränke aufmachen kann oder sowas. Das hätte mich noch ein bisschen mehr gefreut. Was? Was mir auch schon bei diversen Filmen so dieses Dämonenzeug was mir da so aufgefallen ist, also immer bei solchen Bildern, ja, immer wo so alte Fotos sind, so schwarz-weiß, dass man meistens, wenn man hinguckt richtig, dass im Hintergrund irgendwas ist, was man vorher gar nicht so gesehen hat und man denkt so, scheiße, Alter. Wisst ihr, was ich meine? Das hat man auch ganz oft bei wenn man auf Internet, man kann ja beim Internet suchen, da gibt es ja so Seiten, die so diese paranormalen Sachen da immer so in Blogbeiträgen immer so Sachen teilen und dann drüber verfassen und so. Da gibt es ja öfter mal so Bilder wie diese hier und da sieht man manchmal im Hintergrund so erstmal gar nichts und Seite weiter sieht man da so einen Kringel drumherum, wo man denkt so, scheiße, das Gesicht habe ich gar nicht gesehen, ja. Was dann immer so, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich komme gerade selber nicht auf den Punkt. Ich liege an diesem Spiel. So, wir haben auf jeden Fall Schlüssel. Ich würde sagen, wir nutzen den. Und werden den nochmal einsetzen, um rauszufinden, wo es zum nächsten Ding geht. Ich glaube, das ist auch schon der letzte Schlüssel für heute. Buh! Ne? Nichts zu sehen? Die Frage ist... Hier waren wir ja schon drinnen. Welche Tür muss ich aufschließen jetzt, um weiterzukommen? Das ist jetzt die Frage. Ich mache das Licht wieder an. Weil Licht ist wichtig und so, ne?
Wenn ich schon weiß, dass diese Dämonengeister kommen, die da so rumschweben. Hier, komm, zeig dich. Ne, noch nicht. Dann weiß ich ja schon mal, auf was ich mich einstellen muss, dass hier irgendwann mal durch den Gang so ein Vieh durchfliegt oder so. Was war das jetzt schon wieder? Ich weiß gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Denkt wahrscheinlich gerade vom Rechner so, alter Viper, hab dich mal nicht so. Aber das ist echt gar nicht mal so einfach. Ich bin schon einer, der wirklich viel aushält. Wobei auch manchmal so Situationen kommen, wo ich mir denke, warum hast du dich eigentlich erschreckt? Aber das hat's mir echt... Hier, das ist so ein typisches Spiel, was ich eben erwähnt habe, ja? Diese Fratze von der Oma, ja, wenn man genau hinguckt, das ist doch total gruselig, oder? Das ist total, alter, das ist doch nicht normal. Das ist doch total abartig. Jetzt nicht die Oma beleidigen oder so, aber... Das ist halt dieses Typische da. Wartet mal kurz. Nee, ist wirklich im Spiel. Dieses Knarzen, was klingt wie ob man irgendwie Laminat irgendwie so ganz betritt. Das ist wirklich im Spiel. Ich hab mich gerade gewundert, ob das vielleicht bei mir im Zimmer ist gerade. Okay, wir sind also jetzt hier. Ja, ein Psst, hab ich gehört. Ich würde diesen Tag gerne noch abschließen, ja? Das wäre dann praktisch mit dieser Notiz hier. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Gestern Nacht, redet der jetzt von der Vergangenheit oder redet der jetzt hier von der Gegenwart? Oh, ich glaube, da werden wir auch noch hinkommen, zum Friedhof. Das ist ja herzallerliebst. Tag 4. Komm, ich mache Pause hier. Muss reichen für heute. Auf jeden Fall werde ich jetzt eine Aufnahmepause machen. Die habe ich auf jeden Fall hoffentlich verdient. Und ich hoffe mal, es hat euch soweit gefallen. Ja? Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns ja dann morgen wieder zur 11 Uhr Ausgabe von Pioneer Drive. Übrigens wird morgen dann die letzte Folge für diese Woche sein, weil wir dann am Wochenende andere Folgen haben. Am Montag wird es dann dementsprechend weitergehen um 11 Uhr. Ja, also bleibt dran. Aber wie gesagt, morgen gibt es noch eine Folge und ja. Wir sehen uns im bislang besten Gruselspiel, was ich so in den letzten Jahren gespielt habe, auf jeden Fall. Pioneer Drive, Daumen hoch, könnt ihr ab sofort kaufen beim Steam-Angebot, weiß was ich, irgendwo im Shop, müsst ihr gucken, ja. Ich verlinke, wie gesagt, eine Videobeschreibung, könnt ihr reinklicken, könnt ihr euch dann angucken und vielleicht kauft das ja, mal gucken. Wenn wir das was von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, bis morgen um 11 Uhr, ciao!